Der Historienfilm Gladiator aus dem Jahr 2000 erfreut sich bis heute großer Beliebtheit und gilt unter vielen Filmfans als Kult. In dem von Ridley Scott inszenierten Epos wird das bewegte Leben des römischen Feldherrn Maximus erzählt. Satte 5 Oscars waren die Folge. Nach 24 Jahren folgt nun die Fortsetzung. Viel Spaß mit unserer kleinen Vorschau. Für die Hauptrolle des Lucius wurde der 28-jährige Shootingstar Paul Mescal gecastet, der für seine Rolle in dem Drama Aftersun für einen Oscar nominiert wurde. Ebenfalls mit dabei Hollywood-Liebling Pedro Pascal, Spartacus-Schauspieler Peter Mensah und Connie Nielsen, die erneut Lucilla verkörpern wird. Eine sehr interessante Rolle dürfte wohl Denzel Washington zuteil werden. Laut ersten Informationen wird er einen mysteriösen Geschäftsmann darstellen. Ridley Scott beschrieb die Rolle in einem Interview mit Deadline folgendermaßen: Er beliefere die Römer mit Waffen, Öl, Pferden und Wein, eben alles, was sie benötigen. Doch er habe ebenfalls eine dunkle Vergangenheit als Gladiator. Er wurde in Nordafrika gefangen genommen und er kämpfte sich irgendwann als Gladiator die Freiheit. Diese Erfahrungen nutze er, um nun unter anderem selbst einen Gladiatorenstall zu unterhalten. Ursprünglich war auch Saltburn-Darsteller Barry Cogan für den Film vorgesehen, aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten verließ er allerdings die Produktion. Die Rolle des Imperator Geta ging daraufhin an Fred Hechinger. Ein Wiedersehen mit dem von Russell Crowe verkörperten Maximus ist eher unwahrscheinlich. Obwohl sich Scott diese Option anfangs offen hielt, bekräftigte Crowe in einem Interview mit dem Hollywood Reporter, dass das Thema für ihn durch sei und verkündete: In dieser Welt bin ich tot. Gleich zu Beginn der Dreharbeiten von Gladiator 2 im Juni 2023 kam es zu unerfreulichen Zwischenfällen. So wurden bei der Vorbereitung einer Stuntszene mehrere Crewmitglieder verletzt, die daraufhin mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Des Weiteren wurde auch Pedro Pascal mit einem verbundenen Arm gesichtet. Allerdings war unklar, ob der Zustand Pascals mit den Dreharbeiten in Zusammenhang steht. Der von Ridley Scott inszenierte und von Napoleon-Autor David Scarpa geschriebene Film wurde zu großen Teilen in Marokko gedreht. Auf dem Instagram-Kanal des Kulturministers von Marokko konnte man bereits erste Eindrücke erhaschen. Darüber hinaus diente auch die Insel Malta als Drehort. Dort wurde unter anderem ein riesiges Kolosseum errichtet und mit 8 Kameras gleichzeitig gedreht. Eine Gruppe von Touristen kam zudem in den Genuss, ein Foto mit Mescal und Pascal zu knipsen. Dieser Urlaub dürfte auf jeden Fall lange in Erinnerung bleiben. Nach dem Ende von Gladiator stellt sich vor allem eine Frage: Wie kann die Geschichte überhaupt weitergehen? Immerhin ist Maximus Familie gerecht und er selbst hat dafür sein Leben gelassen. Die Story von Gladiator 2 soll viele Jahre nach Teil 1 ansetzen und einen unscheinbaren Charakter aus dem Vorgänger zur neuen Hauptfigur erheben. Die Rede ist von Lucius, Neffe von Commodus und Sohn von Lucilla. Er ist in großer Bewunderung zu Maximus aufgewachsen, da er in Gladiator Zeuge dessen ruhmreichen Kampfes gegen seinen bösen Onkel wurde. Regisseur Ridley Scott verriet in einem Interview, dass sich Lucius zu Beginn des neuen Films von seiner Mutter entfernt hätte und 15 Jahre lang in der Wildnis gestrandet war. Die Folge? Er muss sich sein Ansehen in der römischen Gesellschaft erneut erkämpfen. Und ja, das Wort erkämpfen wird dabei besonders betont. Lucius soll es in der Arena unter anderem mit Pavianen zu tun bekommen. Wir können neben tierischer Action also eine ambivalente Hauptfigur erwarten, die eine sehr spezielle Haltung zur römischen Elite haben wird. Ob man mit Lucius ebenso mitfiebern wird wie damals mit Maximus, der den Tod seiner Familie rächen wollte? Wir werden sehen. Obwohl der Film seine Produktion aufgrund des Streiks der Schauspieler und Autoren unterbrechen musste, fiel bereits im Januar 2024 die letzte Klappe. Das historische Action-Epos befindet sich nun in der Postproduktion und erhält den letzten Schliff. Die Fortsetzung des Kultklassikers erwartet uns dann am 21. November 2024. Wie sieht es bei euch aus? Blickt ihr mit Vorfreude auf das Projekt? Auf der einen Seite war ein zweiter Teil von Gladiator sicherlich alles andere als nötig und wird es äußerst schwer haben, an seinen Vorgänger heranzureichen. Auf der anderen Seite sind Regisseur und Cast absolut hochkarätig. Oder was denkt ihr? Sagt uns eure Meinung.